Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Es sind ganz viele andere nächste Tage, viele danach, Tage nach diesem Gig. Ich habe gemerkt, dass meine Aufnahmen nicht ganz vollständig sind, deshalb probiere ich das jetzt ein bisschen zu moderieren. Es fing alles damit an, dass ich ein paar Vorbereitungstage hatte im Technikpool, beziehungsweise keine Vorbereitungstage, aber ich habe bei mir zu Hause ein bisschen was ausprobiert. Ich habe im Technikpool Traversen aufgebaut, um zu gucken, schaffe ich das, wie geht das, so. So, ich bin jetzt hier im Technikpool, im Truss, einem Teil vom Trusslager und im Boxenlager. Ich habe hier alles aufgebaut, man erkennt es vielleicht nicht so gut. Es ist hier, da haben wir einmal einen T unten, damit wir dann 2 Meter später in die Höhe gehen können. Ich muss das, wie das mit der Kamera gut ist, halt dann eine Ecke. Dann geht es 4 Meter ungefähr rüber. Das gleiche dann auf der anderen Seite wieder runter. Das ist der ungefähre Aufbau. Ich gucke gleich mal, wie hoch das ist, wenn ich dann 2 Meter Stück zwischen mache. Und ja, ich glaube, ich sollte dann. Ich muss eh noch hoch. Ich brauche Aufsätze. Ich habe komplett zu lange gebraucht und mich komplett überschätzt. Ich muss eigentlich so in einer halben Stunde zu Hause sein. Aber guck doch, wie geil das aussieht. Also ich weiß jetzt, dass ich, da unten muss noch ein bisschen länger das ran, sonst kippt es um. Aber jetzt gerade so ist es okay. Jetzt baue ich es blitzschnell wieder ab. Ich hoffe, das Abbauen schneller geht als Aufbauen. Ist geil irgendwie. Also ich feiere mich gerade schon ziemlich dafür. Das sind die ersten Traversen, die ich aufgebaut habe. Und dann noch alleine. Wow. So, was ich mir jetzt schon hergeholt habe, sind einmal zwei S58 aus der Schule, weil dort auch gesungen wird. Und diese kleinen Schätzchen hier. Das sind die Eurolite TMH14. Man erkennt die jetzt nicht so gut, ich weiß. Plus Klemmen und Safeties habe ich hier auch schon für. Den Rest holen wir aus dem Technikpool an Technik noch. Das ist aber jetzt erstmal das, was ich schon hergeholt habe und bei Gelegenheit werde ich die nochmal adressieren, genau, und auf meinem Pult patchen, damit ich das dann vor Ort nicht mehr machen muss. Und dann kam der Tag, an dem die Veranstaltung sein sollte. Ich weiß nicht, was ich da alles für Clips habe. Es wird ein bisschen zusammenhangslos sein, glaube ich, aber gönnt euch einfach. Quasi einen Tag vor der Veranstaltung, aber eigentlich noch eine Woche hin. Ich packe jetzt meine Cases, damit ich die quasi nur noch mitnehmen muss später, denn ich bin jetzt die Woche über die Ferien auf Skifahrt und die Veranstaltung ist erst am Ende der Ferien und da komme ich den Tag davor wieder. Deshalb habe ich hier mit, ich glaube, das sind drei IKEA-Decken, habe ich die Moving-Heads da hingepackt. Ich habe keine Case für die, weil die aus der Schule sind. Ich habe für meine Moving-Heads auch keine Case, die sind auch einfach nur da drin. Habe ich da die Jelly Balls noch drin, einfach eine Verteilersteckdose, mache ich gleich zu. Kommt hier noch Zubehör mit Tape und Klinkekabeln. Apropos. Ja, packe ich gleich ein. Das da rein. Einmal Haufen, den ich nicht mitnehme. Zweiter Haufen, den ich. Also Haufen, den ich nicht mitnehme. In der Tüte ist nicht mehr was drin. Also es sind auch nur diese paar Sachen. Ich habe aus diesem MB60 Mikrofonset. Einfach, eins ist eh nicht hier, sondern bei einem Kumpel. Damit habe ich das eine rausgenommen, eins noch drin gelassen und zwei SM58 auch aus der Schule mitgenommen, da reingepackt. Und ja, dann habe ich hier alle DMX-Kabel, alle XLR- und Klinke-Kabel von mir, darunter Wildwash und die Moving Heads von mir, die Spots. Hier halt, das habt ihr schon gesehen. Ich habe mir das auch alles als Präparierung hier, morgen Zeugnisse, geil. Alles genau aufgeschrieben, was ich von hier mitnehme. Da sind noch Kaltgerätekabel drin, genau. Ja, also alles Mögliche. Und hier habe ich noch einen Aufbau, wie wir das aufbauen. Und eine Liste, was ich aus dem Technikpool mitnehme. Und hier auch nochmal aus dem Technikpool. Und hier, was ich mir bestellen möchte bei Thomann. Aber ich finde irgendwie im Moment nichts, was ich mit 180 € anfange. Ich überlege einen Hazer,
weil ich werde das bei der Veranstaltung dann mit meiner Nebelmaschine machen. Plus einen geilen Ventilator von einem Freund. Und ja, genug gelabert. Wir sehen uns, wenn wir einladen, wahrscheinlich. Oder irgendwann anders. Keine Ahnung, wie ich es zusammenschneide. So, ich probiere da jetzt mal ungefähr rein zu filmen. Man sieht schon, ein bisschen Traverse haben wir mit. Wir haben diese Rampe noch mitgeschleppt, weil diese fette Case, wo die ganzen Paarscheinwerfer drin sind, noch Dings, ne, genau. Da hinten drin sieht man sieht gar nichts, ich weiß. Hier haben wir für Traverse war es noch. Da ist eine von meinen Cases. Da unten ist noch meine Case, Mischpult, alles mögliche, ne, Tonmischpult auch. Was noch? Ne, das war es eigentlich ungefähr. Also, ah, noch ein Stativ haben wir mit, damit wir da ein paar Scheinwerfer ran, scheinwerfen. Und ja, das ist so alles hier on top. Nur, dass ihr mal einen kleinen Überblick habt. Wir holen jetzt noch einen Helfer ab, der mir helfen will, beziehungsweise generell auch hilft, weil noch ein paar Getränke für diese tolle Winterfeier, weil ich jetzt nur essen bis jetzt und so ein bisschen Alkohol. Ne, ja, Leute, genau. Herzlich willkommen auf der Baustelle. Case mit den Paarscheinwerfern. Case 1 von mir, Case 2 von mir, Mischpulte. Für Traverse-Zubehör. Traverse. Da hinten ist ein E-Piano für den Auftritt nachher. Hier drin ist noch ein Lichteffekt. Da ein Stativ für die Theaterscheinwerfer. Also alles super. Es gab im Grunde genommen drei Schritte, wie der Aufbau stattfinden sollte, nur dass ich nicht mal alle drei Schritte mitgefilmt habe. Step 1, die Traverse. Boom. Und zuletzt das Licht. Dann kam der Abbau. Nichts Besonderes. Ich habe an dem Tag nur 5 Stunden geschlafen, war danach ziemlich krank und ich glaube, jetzt kommen nur noch in richtiger Reihenfolge gefilmte Sachen. Also danke fürs Zuschauen. Ende der Veranstaltung. Ich zeige euch aber jetzt nochmal, was ich für Technik mit hatte. Man kennt es, mein Eurolight DMX Move Control 512, dann viermal von diesen wunderschönen Moving Heads, 4 Stück von den TMH40 von Eurolight, meine Panther 25, die man jetzt ganz schwer sieht, Wildwash und dann so ein toller Flower-Effekt und das gleiche halt auf der Seite auch noch. Ja, da waren die ganzen Paarscheinwerfer drin, die ihr beim Uplightning in den Clips schon gesehen habt, da habe ich noch ein Ersatztonmischpult, aber ich habe das, was hier vor Ort war, genommen. Das war mit den Subwoofern und der Dingsbox, den Topsteilen, genau, den Topsteilen. Hier, das ist mein Schlafsack. Mein Schlafsack, genau, meine Isomatte. Ach man, es ist spät. Wie spät ist es? Es ist. Aha, Scharfstellen. Ja, man sieht es ungefähr, ne? Es ist jetzt kurz vor 3. Ja, dann eine Case, die andere hole ich gleich noch rüber. Ventilator mit Nebelmaschine. Und hier saß ich dann am Ende. Vorher stand ich immer, hier saß ich. Was witzig war, es gab ja am Anfang Musik-Acts und danach gab es noch eine Zugabe von denen quasi. Wir haben überlegt, was sie machen, aber dann gab es so einen kleinen Chor, der gesungen hat. Also, das war ziemlich witzig. Und hat sich auch cool angehört. Ja, ich baue morgen wahrscheinlich ab. Beziehungsweise nachher. Ja. So, der Abbau wird weitergeführt. Ich habe alle LEDs abgebaut und das muss ich dann noch in die Cases packen. Das wird lustig. Dann muss ich die PA noch wieder in die Ecke stellen, weil wir die rübergeholt haben und wenn die Traverse abbauen, dann bin ich auch mal fertig. Es ist jetzt. Wie spät ist es? Ich kann nicht sehen, wie spät ist es und ich habe meine Uhr nicht um. Scheiße. Egal. Es ist, glaube ich, 11 oder ungefähr so. Ich habe 5 Stunden geschlafen. 4 war ich im Bett. In dem, was da noch so halb liegt. Oh, läuft. Jo, heute ist Mittwoch. Ich bin
gestern und heute nicht in die Schule gegangen, weil ich dann doch ein bisschen übermüdet und ein bisschen krank geworden bin. Ich glaube, so krank, aber ich glaube, es lag an der Übermüdung. Also, dass ich ein bisschen übermüdet war nach diesen 5 Stunden Schlaf, die ich nur hatte. Ich habe dann gestern Abend nochmal so die Idee gehabt, ey, komm, räume ich mal schon aus. Moving Heads sind draußen und die beiden, also die Cases jetzt leer. Dann muss ich jetzt das, was hinten hier unten noch in meinem Schrank ist, ausräumen. Die Case, warum ist hier ein Dings? Die Case ausräumen und dann, ja, bin ich, was die Veranstaltung angeht, fast fertig. Nee, im Technikpool muss ich heute wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich hingehe, ausräumen, weil ich die Cases am Sonntag, Vormittag, nee, Nachmittag war es da schon, einfach nur reingeschubst habe. Die liegen, stehen da jetzt irgendwie drin, weil ich gar keine Motivation und Kraft mehr hatte, irgendwas zu machen. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache einen Zeitraffer, wie ich die Technik ausräume, weil das habe ich noch nie gemacht und Zeitraffer sind cool. Thank you.